Wir kommen nun zu einem weiteren Problem in der Klasse NP, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Das spielt eine ganz besondere Rolle in dieser Klasse NP. Man könnte es das prototypische Problem in NP nennen. Was ist dieses Problem? Die Eingabe ist eine Formel der Aussagenlogik, also sowas wie x oder y und nicht x. Ich sage nachher noch genauer, was die Formeln alles sind. Und die Frage ist, ist diese Formel erfüllbar? Also kann man den Variablen Wahrheitswerte zuweisen, die zwei Wahrheitswerte wahr oder falsch, sodass die Formel, wenn man sie ausrechnet, wenn man den Wert der Formel bestimmt, der Wert wahr rauskommt. Man sagt auch eine Belegung, die die Formel erfüllt. Machen wir das gleich gar an einem Beispiel. Also hier ist eine Formel, x oder y und nicht x. Die Verknüpfungen sind das und, was man schreibt durch so ein Dach nach unten, und das oder, was man auch schreibt mit einem v, und die Negation. Ja, also hier haben wir x oder y und nicht x. Und ein oder macht man wahr, indem man einen der Operanden wahr macht. Ein und kann man nur dann wahr machen, wenn man beide Operanden wahr macht. Und die Negation dreht den Wahrheitswert um. Also hier in unserem Beispiel, wenn wir etwa dem x das wahr zuordnen und das y mit falsch belegen und jetzt einsetzen, dann haben wir also wahr oder falsch und nicht wahr. Ja, weil das x ist das w. Wahr oder falsch ist wahr. Nicht wahr ist falsch. Wahr und falsch ist falsch. Mal zweite Belegung. Wir weisen jetzt dem x das falsch zu und das y das wahr. Dann haben wir, wenn wir einsetzen, falsch oder wahr und nicht falsch. Falsch oder wahr gibt wahr. Nicht falsch ist wahr. Wir kriegen wahr. Ja, also diese Formel hier ist erfüllbar. Und das hier, die zweite Belegung, die ist erfüllend. Macht die Formel wahr. Die hier, die erste Belegung, die ist nicht erfüllend. Also jetzt nochmal das Erfüllbarkeitsproblem. Die Eingabe ist eine Formel der Aussagenlogik. Und die Frage ist, ist die Formel erfüllbar? Gibt es eine erfüllende Belegung? Die Ausgabe ist wieder ja oder nein. Das ist ein Problem in NP, denn was ist der Lösungsvorschlag? Das ist eine Belegung. Und Überprüfung heißt, Wert der Formel ausrechnen. Wert der Formel ausrechnen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns genau anschauen, was diese Formeln alle sind und wie man den Wert genau ausrechnet. Also, was ist eine Formel? Wir beginnen mit den beiden Konstanten W und F, falsch und wahr, und Variablen. Mit den drei Sachen fangen wir an. Und wenn dann wir schon Formeln haben, dann können wir die zu größeren Formeln zusammensetzen, wie f und g, f oder g und nicht f. Ja, also, das hier ist eine Formel. X oder y oder z und x und y oder z. Das wäre eine Formel. Da werden jetzt drei Variablen und es kommen verschiedene Verknüpfungen vor. Man kann sich Klammern sparen, indem man, wie normal sagt, und kommt vor oder mal kommt vor plus. Ich schreibe statt x und y auch oft einfach x mal y oder x, y nebeneinander.
Und beachten Sie, dass sich und oder auch fast so verhalten wie mal und plus, nämlich wenn wir sagen, war entspricht der 1 und 0 entspricht dem Falsch, dann ist die Und-Verknüpfung einfach das Multiplizieren und die Oder-Verknüpfung ist das Maximum. Aber jetzt sehen wir uns die Rechenregeln genau an. Also wir haben hier unsere beiden Variablen x und y, hier die vier möglichen Belegungen, falsch, 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 wahr, wahr, falsch, wahr, wahr. Ah, ich habe jetzt, Entschuldigung, statt w, wahr, habe ich t geschrieben für true. Ja, okay. Was sind die Rechenregeln? Das Oder ist wahr, wenn einer der Operanden wahr ist und falsch, wenn beide Operanden falsch sind. Das Und ist wahr, wenn beide Operanden falsch sind und falsch sonst. Das Nicht-X dreht einfach den Wahrheitswert um. Ja, und hier nochmal, eine Formel ist erfüllbar, wenn es eine Belegung gibt, unter der sie den Wert wahr erhält. Und also ein Lösungsvorschlag ist nochmal eine Belegung und das Überprüfen heißt, man legt den Wert, oder rechnet den Wert aus. Ja, also man substituiert für die Variablen ihre Werte und dann rechnet man aus. Wir vertiefen das noch durch ein Beispiel. Und wiederum möchte ich Sie bitten, dass Sie an dieser Stelle das Video anhalten und sich an den Übungen probieren. Ich mache Ihnen jetzt die Übungen für Sie. Wir sollen eine Formel angeben in den Variablen x, y und z, die genau dann wahr ist, wenn mindestens eine der Variablen wahr ist. Also, bei zwei Variablen haben wir das gesehen. Das war nämlich das Oder. X oder Y hat die Eigenschaft, dass es wahr ist, wenn eine der Variablen wahr ist und falsch ist, wenn keine der Variablen wahr ist. Und jetzt machen wir noch ein Z dazu. Also strikt genommen sagen wir Klammern, müssten wir Klammern, aber das schenke ich mir. X oder Y oder Z. Das ist wahr, wenn eine der drei Variablen wahr ist. Eine der drei Variablen wahr. Und das ist falsch, wenn alle falsch sind. Ja? So, jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Gib eine Formel in den Variablen x, y und z an, die genau dann wahr ist, wenn mindestens zwei der Variablen wahr sind. Wiederum, wenn wir nur zwei Variablen hätten, wüssten wir die Antwort, nämlich das ist x und y. Das ist genau dann wahr, wenn das x wahr ist und das y wahr ist. Wenn nur eine der Variablen wahr ist, ist es falsch. Also für x und y wissen wir, wie es geht. Für x und z wissen wir es dann auch, da sieht das genauso aus, x mal z. Und für y und z sieht es so aus. Und da machen wir überall ein Oder dazwischen. Also x und y oder x und z oder y und z. Geben wir denen die Namen, nämlich mindestens eine. Von x, y und z. Und das ist mindestens 2. Von x, y und z. Jetzt machen wir weiter. Gib eine Formel in den Variablen x, y und z an, die genau dann wahr ist, wenn genau eine der Variablen wahr ist. Also wir möchten jetzt genau eine von x, y und z. Nun, wie können wir das sagen? Wir können das sagen, da muss mindestens eine wahr sein.
Und es dürfen nicht zwei wahr sein. Ja, überprüfen wir es nochmal. Also, wenn gar keine wahr ist, ist das hier falsch. Ja, wenn eine wahr ist, genau eine, dann ist das hier wahr, das hier falsch, also die Negation davon wahr, also immer wahr. Wenn zwei oder mehr wahr sind, ist das hier wahr und das hier wahr, also die Negation falsch und damit das Ganze falsch. Also haben wir jetzt somit gesagt, genau einer. Und jetzt die letzte Aufgabe. Wir sollen zeigen, dass das Erfüllbarkeitsproblem in NP ist. Und was ist dann der Belegungsvorschlag? Der Lösungsvorschlag ist eine Belegung. Und das Überprüfen heißt, wir rechnen den Wert aus. Ja, also, wenn wir das in dem zweiten Beispiel machen und sagen, x ist wahr, y ist falsch und z ist wahr, dann ist x mal y ist falsch, x mal z ist wahr, y mal z ist falsch und die Oder-Verknüpfung von falsch, wahr, falsch ist wahr. Also hier stimmt mindestens zwei wahr und so wollten wir das ja auch.